Ich heiße Christina, das ist Pippi Lotta, sie ist jetzt 7 Jahre alt, ist ein Labradoodle, also ein Mischling aus Labrador und Pudel. Und wir beide haben schon ganz viel zusammen erlebt. Wir machen Agility und Dogdance, gehen auch auf Turniere und ihre beste Disziplin ist natürlich das Springen. Sie liebt Springen. Dogdance finde ich halt deshalb schön, weil man so kreativ sein kann. Also man kann einfach gucken, was hat der Hund für Stärken, wie baut man die Übung auf. Man muss sich so aufeinander einspielen und das ist einfach ein tolles Gefühl. Im Frühjahr 2017 wurde Pippi krank. Sie hatte dann ganz schlechte Leberwerte. Da hat man dann festgestellt, dass sie eine Hepatitis hat. Und nach der Diagnose war es dann etwa noch mal, ja, bestimmt ein halbes Jahr, bis sie wieder fitter wurde. Und wir gemerkt haben, es kehrt wieder so ein bisschen Leben in sie zurück. Pippi ist sehr clever und da haben wir so verschiedene Intelligenzspiele, die wir machen. Die kleine Aloha ist bei uns eingezogen und am Anfang war es so, dass Pippi Lotta ihr gezeigt hat, so buzzert man und dann geht man fressen und jetzt ist es so, dass die Aloha eigentlich nur noch am Fressen ist und Pippi Lotta immer buzzern muss. Pippi Lotta macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt und mit Kraft und Köpfchen schafft sie den Parcours. Ja, noch zur Stärkung was mitnehmen, was auf dem Weg. Da wird mit Leckerlis trainiert. Und ich würde mal behaupten, wir sehen die beiden jetzt einfach sehr gerne im Parcours, weil wir haben sie ja schon kennengelernt. Hier sind Christina und Pippi Lotta. Bleiben. 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 Okay, komm. Und hopp. Na, hopp hat nicht so gut geklappt. Aber jetzt ist sie drin. Ja, sie springt auch ganz schön früh ab. Tunnel klappt auch. Ja, ja, ja. Super. Ja, gut. Ist auch extrem in der Orientierung immer Richtung Frauchen. Mhm. 52 cm Schulterhöhe, Gewicht 17 Kilo. Ja, drauf. Ja. Also Pippi Lotta. Ja, klappt. Damit durch das Drücken dieses Knopfes, dieses Buttons, kommt die Treppe runter. Oben wartet noch mal so ein Knopf. Schwächenhund apportieren und Ablenkung durch leckere Gerüche. Ja, dazu, um uns zu zeigen, dass das problematisch ist, müsste sie ins Dockhaus kommen. Denn da warten solche Geschichten, wo es um Schnüffeln geht, wo es ganz am Ende, wer schon häufiger dabei war hier bei Top Dog Germany, weiß das, auch ums Apportieren geht. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal im ersten Parcours und sie müssen unter die besten 6 kommen, um ins Dockhaus einzuziehen. Bisher machen sie das gut. Der Ring ist offensichtlich nicht ganz Pippi Lottas Metier. Christina, du kannst ziehen. Ja, jetzt durfte sie ziehen. Pippi Lotta hat mal kurz dran geboxt, hat aber nicht gereicht. Verstellung nach 30 Sekunden vergeblichen Bemühens des Hundes durch Frauchen in diesem Fall erlaubt. So, wie läuft jetzt an den Dominos? Bei uns ist da das, ja, das läuft 1A. Aber mit Schmack ist dagegen. Und die Zeit ist noch gut. Ah, jetzt lässt sie sich aber irgendwie ein bisschen aus der Ruhe bringen. Einfach nur rüber jetzt noch die Brücke überwinden, die Wackelbrücke, also die 2 Minuten 52 haben wir im Blick, aber das wird, glaube ich, sehr knapp. Warte. Weil jetzt kommt die Brücke, dann kommt der Pool. Ja, es sieht im Moment danach aus, als würde sie sich auf Platz 4 einfinden, wenn sie den ganzen Weg geht, die Pippi Lotta. Ja, mal gucken, wie sie auch mit dem Wasser ist. Ja. Das könnte noch passen. Wasser. So, zack. Wasser. Damit ist sie gut. Damit ist sie gut. Jawohl, damit ist sie gut. Super. Damit ist sie sehr gut. Ja. Und das sind die 2,52, die dann da im Blick bleiben. Und das könnte eine knappe Kiste werden. Also wird's Platz 3. Das wird Platz 3. So, sie muss raus. Vorher darf der Buzzer nicht gedrückt werden, aber sie ist aus dem Wasser. Und das ist im Moment Platz 3 und eine durchaus lebende Chance, hier in die nächste Runde später dann ins Dockhaus zu gehen.